Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer, zu Spirit Leben mit Stil. Haben Sie heute schon gebeichtet? Nein, ich meine nicht Ihrer Ehefrau, das ist ja Alltag, sondern einem Priester. Für Katholiken ist es ja eine Pflicht, mindestens einmal vor Ostern soll gebeichtet werden. Aber ist das nur eine lästige Pflicht oder vielleicht sogar ein ganz tolles kirchliches Wellness-Angebot, das viele nur noch nicht entdeckt haben? Darüber sprechen wir heute an einem Ort, an dem sehr viel gebeichtet wird, nämlich der katholischen Gebetsstätte Wigratsbad in der Nähe von Lindau am Bodensee. Einige Zuschauer sind live mit dabei. Herzlich willkommen. Und mehr im näheren Aufschluss über die Beichte gibt uns ein echter Beichtexperte, ein Beichtvater Deluxe sozusagen, Pater Hermann Josef Hubka, Augustinerchorherr aus dem Kloster Waghäusel. Und Sie sind auch der Chefgeistliche, kann man sagen, des katholischen Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Schön, dass Sie bei uns sind. Grüß Gott. Pater Hubka, Sie sind ja weit herum bekannt im Land als Beichtpriester, denn Sie sind zuständig für etwas, was es noch nie gegeben hat, ein sogenanntes Beichtmobil, einen fahrenden Beichtstuhl, der schon seit ein paar Jahren durch die ganze Republik rollt. Sie waren damit in allen großen Fernsehsendern, waren Gast bei Frank Elstner zum Beispiel, ZDF, RTL, Vox und so weiter, Sat.1, alle haben berichtet und erstaunlicherweise ja auch viele Zeitschriften, die gar nicht aus dem religiösen Milieu kommen. Sie hatten eine tolle Doppelseite in Autobild, wo man nie denken würde, dass da jemals was über die Beichte steht. Die Bunte hat berichtet und so weiter. Und da fragt man sich, können diese Medien, die doch so wenig mit der Materie zu tun haben, überhaupt angemessen über so etwas berichten? Wie sind Sie denn zufrieden mit der Aufnahme, die dieses Beichtmobil in den Medien gefunden hat? Ja, ich bin da sehr zufrieden. Aber es ist ja eigentlich auch gar nicht so unverständlich, warum solche Dinge so laufen können. Die Beichte, die hat meistens irgendwo nur so einen Negativ-Flair gehabt in den letzten Jahren. Und da kam irgendwo eher so die Atmosphäre von Strafe auf und von Strenge oder dass es irgendwo kneift und in einer dunklen Ecke steht und so. Damit wurde die Beichte eigentlich verkannt. Aber wenn man so die eigentlichen Qualitäten des Geschehens herausholt und es den Leuten vorstellt, dann werden viele auf einmal merken, das ist ja ganz anders, als wie ich gedacht habe. Und man sieht ja schon, dass da ein Bedürfnis besteht, denn gebeichtet, öffentlich gebeichtet, wird ja bei uns heute so viel wie noch niemals. Wenn man die ganzen Fernseh-Talkshows am Nachmittag vor allem anschaut, eine öffentliche Beichte nach der anderen. Jeden zweiten Tag gibt es in der Tagesschau eine Doping-Beichte. Also es wird eigentlich gebeichtet ohne Ende. Irgendwie scheint ja dieses Bedürfnis danach, seine Verfehlungen zu bekennen, nicht auszurotten sein. Das ist schon so. Und das hat ja meistens damit was zu tun, dass es etwas Schweres ist, etwas Belastendes, was auf einem liegt. Und wenn man das mal loskriegen kann oder darüber sprechen kann, dann wird es einfach leichter. Das macht man ja sogar zum Beispiel auch, wenn irgendwo Katastrophen passieren. Dann wird der Seelsorger kommen und wird den Ratschlag geben, dass man darüber spricht, damit sich das ein bisschen verteilt und die Seele wieder Luft bekommt und der Druck rausgeht. Gell? Ja, das kann man ja psychologisch eigentlich so ganz gut nachvollziehen. Nun ist aber die sakramentale Beichte, also das, was die Kirche anbietet, ja etwas, was darüber noch hinausgeht. Und wir wollen das Pferd mal am Schwanz aufzäumen und Sie fragen, Sie nehmen ja sehr viele Beichten ab, nicht nur im Beichtmobil, sondern Sie begleiten ja auch Gruppen, zum Beispiel Jugendliche. Sie waren schon bei Weltjugendtagen dabei, wo sehr viel gebeichtet wurde, auch auf dem offenen Feld. Wie fühlt sich denn jemand, wenn er vielleicht sogar zum ersten Mal in seinem Leben eine solche Beichte abgelegt hat? Also ich habe da immer wieder den Eindruck, dass sich da ein großes
Bedürfnis aufgebaut hat und dass das oftmals schon lange vorbereitet ist und dass dann endlich die Gelegenheit da ist und dass den Leuten danach viel Druck abgefallen ist. Es ist eigentlich eine Dauererfahrung, dass das gut tut. Es bringt Erleichterung. Lösen sich da Blockaden? Man spricht ja heute viel davon in der Esoterik und in naturheilkundlichen Medizinen, die bei uns sehr populär sind, vom Lösen von Blockaden, dass Energien wieder fließen können. Da wird man gestochen an allen möglichen Stellen oder die Hände werden aufgelegt. Könnte man sagen, dass durch so eine Beichte auch wieder Energien fließen, vielleicht auch Gnadenströme, die vorher blockiert waren? Ich würde sagen, Gnadenströme. Und das ist eigentlich, es gibt ja Leute, die oft beichten, Leute, die eigentlich ständig beichten, wo das einfach so auch zur Gewohnheit geworden ist. Da ist das vielleicht schon im Einzelnen jetzt gar nicht so extrem zu merken, weil das schon irgendwo zum Habitus geworden ist. Aber gerade wenn jemand Neues kommt, jemand, der vielleicht mit der Materie Jahre und Jahrzehnte nichts zu tun hatte und das vielleicht sogar zufälligerweise entdeckt hat und dann ein bisschen Anlauf genommen hat und sich ein paar Tage noch darauf vorbereitet hat und dann den Zugang schafft und vielleicht das ausspricht, was seit 10, 20, 30 Jahren ganz tief eingemacht war in der Seele, da können Sie große Dinge erleben. Das sind dann oftmals wirklich Durchbrüche, wo alte Knoten gelöst werden und wo der Mensch anschließend doch ganz neu renoviert rauskommt. Ja, wir haben von der psychologischen Wirklichkeit gesprochen und das können ja auch unsere Zuschauer nachvollziehen. Man hat etwas endlich einmal sagen können. Das Bedürfnis ist ja wirklich groß. Ich habe jetzt gelesen, eine Internetseite hat aufgemacht, wo man anonym einfach in das Leere sozusagen hinein seine Verfehlungen beichten kann. Niemandem gegenüber. Einfach auf der Internetseite schreiben, ich habe das und das gemacht. Und das ist innerhalb von wenigen Wochen schon zigtausendmal in Anspruch genommen worden. Also dieses Bedürfnis ist groß und das kann man auch nachvollziehen. Aber nach Auffassung der Kirche steht ja hinter der Beichte noch eine andere, eine geistige, eine spirituelle Wirklichkeit, die man nicht so ohne weiteres sehen und nachvollziehen kann. Was ändert sich denn für den Menschen? Was passiert da geistlicherweise aus Sicht der Kirche, wenn gebeichtet wurde? Also bei der Beichte, bei der sakramentalen Beichte, da sagst du dein Problem oder deine Sünde nicht nur einem Menschen, nicht nur dem Priester oder einer Person, sondern da sagst du das dem Herrn Jesus. Und das ist nochmal ein großer Unterschied, weil da kommt Gott ins Spiel, da kommt der Schöpfer ins Spiel und da kommt man auch einmal in die Nähe von dem, wie der Mensch von Gott eigentlich gedacht ist. Da kommt man in die Bereiche hinein, wo der Mensch wieder gut sein kann. Und da sind wir auf einmal bei einer Einrichtung angekommen, wo ich dem mich annähern kann und wo das dann in mir zu wirken beginnt. Und da kommen wir also in Dimensionen, die über das rein menschliche Tun drüber hinausgehen. Und dann auch diese ganze Frage der insgesamten Vergebung. Man kann natürlich zu einem Menschen hingehen und kann sagen, verzeih mir's. Dann wird er sagen, okay, ich verzeih dir's oder ich lasse das bleiben. Aber es gibt ja oftmals Dinge, wo man es gar nicht so lösen kann. Wenn du vielleicht eine Sache hast, die schon lange zurückliegt, dann wirst du die betreffende Person vielleicht gar nicht mehr erreichen können. Die ist mittlerweile ausgewandert oder womöglich schon gestorben. Und die Spuren des Geschehens, die liegen noch im Raum. Und wie soll das gut gemacht werden? Wie soll das erlöst werden? Und hier gibt es also eine Instanz, die über den Dingen steht und die überall drankommt. Und wenn du das dahin bringst, dann kann da viel mehr noch geschehen, als wenn du nur ein psychologisches Gespräch führst. Was heißt nun eigentlich Vergebung genau?
Das kennt man ja aus der Ehe oder aus freundschaftlichen Beziehungen. Da hat mal jemand was Falsches gemacht, den anderen lieblos behandelt, beleidigt oder so etwas. Und es ist ihm vergeben worden. Aber einen Monat später macht er wieder was Ähnliches. Und dann kommt die Frau oder der Mann wieder daher und sagt, du hast ja auch damals schon, auch vor einem Monat schon, das gemacht. Und es kommt doch wieder einmal auf das Tapet. Wie ist das denn im Verhältnis Gott, Mensch und Beichte? Ja, es, manche Leute, die sagen ja, dass der Katholik es einfach hat. Gell? Der stellt irgendwas an, dann geht er zur Beichte, dann ist alles weg und dann kann man wieder aufs Neue. Und die Leute, die würden sich es auf diesem Gebiet einfach machen. Wenn man so dran gehen würde, dann wäre das natürlich schon gewissermaßen fast ein Betrug. Gell? Auf der anderen Seite müssen wir uns aber darüber im Klaren sein, dass der Mensch einmal zu Wiederholungen neigt und dass der Mensch auch zu Rückfällen neigt. Und der Mensch muss üben. Das ist ein bisschen ähnlich wie im Sprachunterricht in der dritten Klasse. Da wird wiederholt und da werden diese grammatikalischen Formeln immer wieder wiederholt, solange bis sie durch sind. Und so ist es auch mit dem Menschen und mit der Schuld und mit der Einübung dessen, damit fertig zu werden. Das geht meistens nicht aufs erste Mal, aber es kann jedes Mal ein bisschen besser werden. Und wenn dann da auch drüber gesprochen wird, auch in der Beichte, da gibt es ja meistens dann noch ein Gespräch, dann kann man da ja einüben beginnen. Aber wir halten trotzdem erst einmal fest, das, was einmal gebeichtet worden ist, da kommt Gott nie mehr darauf zurück, oder? So ist es. Das ist vergeben und das ist dann ausgelöscht. Und das ist natürlich schon etwas Großes, weil das ist die alte Frage der Menschheit. Wohin gehe ich mit meiner Schuld? Was mache ich mit meiner Schuld? Und da gibt es oftmals Dinge, die sind so, dass man selber eigentlich nicht lösen kann, dass man selber nichts machen kann. Und wenn jetzt da etwas kommt, was helfen kann, das kann je nachdem eine ganz große Erleichterung werden. Aber das widerspricht ja einem Vorurteil, das man über die katholische Kirche hat. Das sagen ja manche, ja, die Kirche, die redet einem immer Sünden ein, die will den Menschen irgendwie klein machen, in Abhängigkeit halten, indem sie ihm immer seine Sünden vorhält. Dem scheint ja dieses Institut der Vergebung, der Beichte zu widersprechen. Das ist schon so. Es mag schon sein, dass vielleicht da und dort in der Geschichte auch mal Fehlhaltungen aufgetreten sind oder dass vielleicht mal irgendwie Zeiten gab, wo alles sehr streng war oder so. Aber wenn man insgesamt sieht, dann ist eigentlich der Inhalt dessen, was auch die ganze Verkündigung der Kirche ist, das Heil. Da geht es nicht darum, dass einem irgendwelche Sünden und schweren Dinge aufgepfropft werden oder so etwas, sondern da geht es ja eigentlich darum, wie werde ich heil, wie werde ich so, wie der Mensch vom ersten Tag der Schöpfung an von Gott gedacht war. Und dann ist natürlich schon auch immer so gewesen, dass die Kirche da drauf aufmerksam macht, was dem entgegensteht. Gell? Und es ist aber für uns eigentlich das Ziel, rein zu werden, gut zu werden, heil zu werden. Und nicht deswegen, weil man es muss oder weil es die Vorschrift ist, sondern weil es dem Menschen entspricht und weil es gut tut. Es geht für uns darum, dass wir heil sein können. Sie sagen, das tut gut, aber da wird vielleicht doch der eine oder andere denken, also wenn ich so ganz heil und rein und heilig und so weiter bin, wird da das Leben nicht furchtbar langweilig? Da möchte ich eigentlich sagen, wenn man in den Himmel hineinschaut und in die Schöpfung hineinschaut und das Ganze sieht, was Gott dem Menschen bereitet hat, das ist nicht langweilig, sondern das ist ja äußerst vielfältig. Und wenn wir auf der anderen Seite sehen, dann diese Dinge, wo Störungen reinkommen, die meinen im ersten Moment attraktiv zu sein. Also wenn du zum Beispiel etwas zu tun hast mit Suchtmitteln, mit Alkohol oder mit Drogen oder so, das ist natürlich zunächst einmal ein Anreiz. Aber aufs Ganze gesehen bremst das den Menschen
total aus. Oder wenn du vielleicht drauf schaust, jetzt mit irgendwelchen Exzessen im sexuellen Gebiet, das ist vielleicht zunächst ein Anreiz, gell? Weil da könnte man etwas erleben. Aber wenn du dann siehst, das bremst den Menschen wiederum total aus, weil das übergeht in unlösbare Probleme. Wenn man demgegenüber aber sieht, diese ganze Weite und Schönheit Gottes und was der Herr alles erschaffen hat und was Gott alles kann und was Gott alles zu zeigen hat, das ist unendlich viel mehr als die paar wenigen Dinge, die uns aus irgendwelchen solchen Exzessen vielleicht kurzfristig einen kleinen Anreiz geben könnten, der aber alsbald in Probleme übergeht. Also wir